Es leben 7 Milliarden Menschen auf unserer Welt und jeder Mensch braucht ein Zuhause. Einen sicheren, geschützten Ort, gerade in der Nacht. Ein Haus, eine Wohnung, ein Zelt, aus Holz, aus Stein. Unser Zuhause kann ganz unterschiedlich ausschauen. Hi, mein Name ist Marina Wehrmann und wir hier im Grassi-Museum für Völkerkunde haben das Glück, dass Menschen unterschiedlicher Länder hier ihre Häuser gebaut haben. Ich möchte euch heute einige dieser Häuser vorstellen, von ihren Besonderheiten erzählen und Geschichten aus der Welt vorlesen. Das erste Haus wurde 2009 vom Baumeister Simeona Saipele gebaut. Er lebte auf der Riffinsel Niutau im Inselstaat Tuvalu im westlichen Pazifik. Und dieses Haus ist ein Heilungshaus, ein Ruheort. Es ist direkt am Meer gelegen und hält jedem Sturm stand. Wenn wir uns das Haus von innen ansehen, dann merken wir, dass kein einziger Nagel verwendet wurde und alles aus Naturmaterialien von dort besteht. Hier möchte ich euch eine frei erfundene Geschichte erzählen. Der Aufzug öffnet sich. Ich trete durch die UV-Strahlendesinfektion und eine Frau in blauer Kleidung begrüßt mich freundlich. Der Raum ist durchdrungen von Sonnenstrahlen, die in warmes Meerwasser eintauchen und ein türkis schimmerndes Farbspiel erzeugen. Die großen Glasfronten lassen kaum mehr erahnen, dass die Floating Museums einst aus recyceltem Plastik hergestellt wurden. Als Tonnen von Plastikmüll am Strand angespült wurden und der Meeresspiegel unaufhaltsam stieg, fanden die Menschen neue Wege, mit dem Unabwendbaren umzugehen und mehr im Einklang mit unserem Planeten zu leben. Das kleine Haus in der Mitte des Raumes ist mir aus einem früheren Besuch im Grassi-Museum für Völkerkunde in Leipzig bekannt. Als ich darauf zugehe, schließt sich hinter mir ein schimmernder, fast durchsichtiger Stoff, der zu flimmern beginnt. Meine Umgebung verändert sich und ich befinde mich auf dem Niutau-Atoll des Inselstaates Tuvalu, dem Zuhause dieses Hauses, welches nur aus Naturmaterialien besteht und keinen einzigen Nagel braucht, um sich gegen mächtige Stürme zu stemmen. Ich wünschte, man könnte sich ein Beispiel daran nehmen, im Einklang mit der Natur Herausforderungen zu überstehen. Ich spüre die Kraft des Hauses zu heilen und gleichzeitig sehe ich das Wasser, welches stetig ansteigt. Ich blicke mich weiter um und nach einiger Zeit schließe ich die Augen und kehre zurück in die Gegenwart. Ich bedanke mich bei der Frau am Eingang für diesen Einblick in die Vergangenheit. Traurig um dieses wunderschöne Atoll und doch hoffnungsvoll, dass im Menschen und in seinen Dingen die Geschichten weiterleben und wir auch weiterhin voneinander lernen, im Miteinander, im Austausch und in der Begegnung stark zu sein. Das nächste Haus, welches wir uns anschauen wollen, ist in Indien zu finden. Auch dort leben Menschen in unterschiedlichsten Häusern, ob auf dem Land oder in der Stadt, am Meer oder in den Bergen. Unser Bungalow-Lehmhaus ist im äußersten Westen Indiens zu finden, in einer Wüstenregion. Der Lehm und die kleinen Fenster schützen das Haus vor der Hitze der Sonne. Lasst uns mal gemeinsam in das Haus hineingehen und schauen, wie fein und detailliert es gestaltet wurde. In Indien glauben viele Menschen an unterschiedliche Gottheiten des Hinduismus.
Auch unsere folgende Geschichte handelt von einer Gottheit, von Ganesha. Ganesha ist unglaublich beliebt bei den Kindern, weil er an sie Süßigkeiten und Kuchen verteilt und selbst vom Naschen schon einen ganz runden, großen Bauch hat. Ganesha schaut aus wie ein Mensch, hat aber einen Elefantenkopf, weshalb er unter den Gottheiten des Hinduismus immer leicht zu erkennen ist. Nicht immer hat er so viele Arme und Köpfe, aber diese Figur ist eben ein ganz besonderes Objekt hier im Museum. Die zweite Geschichte, die ich euch vorlese, heißt Ganesha und der Mond. Eines Tages fand Ganesha kein Ende mehr beim Essen. Beim Essen von Süßigkeiten und Kuchen. Sein Bauch war kugelrund, riesengroß, prall gefüllt und kurz vorm Platzen. Er hatte seine Ratte, sein Reittier, immer dabei und sie bemühte sich, den schweren Ganesha auf ihrem Rücken zu balancieren. So bemerkte sie nicht, wie eine Schlange den Weg versperrte. Die Ratte stolperte, Ganesha fiel zu Boden und sein Bauch platzte auf. Überall regnete es Süßigkeiten und leckeren Kuchen. Ganesha sammelt all die herumliegenden Stücke Kuchen wieder auf, stopft sie in seinen Bauch und band sich mit der Schlange seinen Bauch wieder zu, auf dass sie nicht wieder herausfielen. Das blieb nicht unbemerkt. Der Mond hatte alles beobachtet und begann schallend zu lachen. Und das ärgerte natürlich Ganesha sehr. Er riss einen seiner beiden Stoßzähne raus, schleuderte ihn gegen den Mond und rief verfluchend: "Nie wieder sollst du scheinen." Von dieser Stunde an waren die Nächte dunkel. So dunkel, dass die Menschen vor Furcht geplagt wurden und Liebespaare beschwerten sich, dass es keinen romantischen Mondschein mehr gab. Auch die Götter und Göttinnen fanden die Situation unerträglich, weshalb sie Ganesha baten, seinen Fluch rückgängig zu machen. Ganesha zeigte sich zugänglich und einverstanden. Unter einer Bedingung, als Strafe für sein Gelächter, darf der Mond nicht mehr die ganze Zeit in voller Pracht leuchten. Und so kommt es, dass sich der Mond uns in seinen verschiedenen Phasen zeigt. Neu und zunehmend, voll und abnehmend. Die nächste Geschichte führt uns nach Sibirien, in den hohen Norden. Dort ist die Dunkelheit im Winter allgegenwärtig. Dafür geht im Sommer die Sonne nur kurz unter. Unser drittes Haus mit dem Namen Balagan ist ähnlich wie das Bunga-Lehmhaus gegen das Wetter durch kleine Fenster und Lehm geschützt. Im Haus gibt es eine kleine Feuerstelle und die macht es gemütlich warm. Die nächste Geschichte erzählt vom Anfang unserer Welt. Wie sind Menschen und Tiere entstanden? Wieso gibt es Himmel und Erde? Die Geschichte erzählt von einer Schildkröte und einem Schamanen und erklärt, warum an manchen Orten Erdbeben entstehen. Vor langer, langer Zeit gab es eine Himmelsgottheit namens Buren Bagak. Der nahm den Lehm auf der Erde und formte daraus der Reihe nach Menschen und alle Wesen der Welt. Seitdem gibt es die Menschheit, die sich vermehrt und jene Dinge, die die Menschen sich nutzbar gemacht haben. Aber als er so formte, da hatte er plötzlich allen Lehm vor seinen Augen restlos aufgebraucht und konnte nichts Neues mehr formen. Buren Bagak war ein klarsichtiger Himmelsgeist und wusste, dass es noch sehr viel mehr Lehm gab. Doch wenn er ihn sich auch holen wollte, so konnte er es doch nicht, weil all dieser Lehm sich unter dem Körper einer großen Schildkröte namens Altaniya befand. Altaniya war ein Geistwesen mit großer Zauberkraft. Nicht einmal die Himmelsgottheit wagte, sie zu erschrecken. Die gnadenvolle Himmelsgottheit Buren Bagak wollte keinesfalls leichtfertig auch nur ein lebendes Wesen auf der Welt gefährden. Gerade als die Himmelsgottheit hin und her grübelte, sah sie von Osten dort
wo die Sonne aufgeht, den Schamanen Nisang, der ein weißes Pferd ritt und Pfeil und Bogen geschultert hatte, herangaloppieren. Als die beiden voreinander standen, fragte der Schamane Nisang die Himmelsgottheit: Was machst du da? Ich bin gerade dabei, Menschen und alle Wesen zu erschaffen, aber der Lehm ist aufgebraucht. Die Mengen guten Lehms befinden sich allesamt unter dem riesigen Körper der Altania dort. Kannst du die dazu bringen, dass sie sich bewegt? Als der Schamane Nisang das gehört hatte, antwortete er sofort: Ich weiß, wie man sie vertreiben kann. Danach machen wir zwei mit vereinten Kräften weiter, Menschen und alle Wesen. Ich habe hier einen gekrümmten Bogen und starke Pfeile. Sollte sie unseren Anweisungen nicht gehorchen, dann kann ich sie töten. Aber die Himmelsgottheit Borenbagak tötete nicht nur selber keine Lebewesen, sie konnte es auch nicht ertragen, wenn jemand anders das tat. Also sagte sie zum Schamanen Nisang: Dann mache ich dir die Altania gefügig. Aber bitte lasse sie am Leben. Der Schamane Nisang hatte es gehört und ihm blieb nichts anderes übrig, als der gnadenvollen Himmelsgottheit zu gehorchen. Der heldenmütige Schamane Nisang bestieg sein weißes Pferd, das wie ein Blitz war, und flog in die Nähe des Ortes, an dem die Altania lag. Er hob seinen geschnitzten Bogen, legte einen geraden, gefiederten Pfeil an und schoss ihn mit aller Kraft auf die große Schildkröte. Tatsächlich hatte er ihre schützende Zauberkraft durchbrochen und der Pfeil hatte sich tief in Altanias Nacken gebohrt. Die göttliche Schildkröte, die im tiefsten Schlaf von dem starken Pfeil getroffen wurde, hatte kaum mit den Augen geblinzelt, da zeigten ihre vier Füße schon gen Himmel. Sie lag auf dem Rücken und wurde ohnmächtig. Seitdem erhielt die Himmelsgottheit Borenbagak von der Stelle, die die göttliche Schildkröte freigemacht hatte, so unendlich viel Lehm, dass die Haufen Berggipfeln glichen. Der Schamane Nisang half ihm und schreckte die göttliche Schildkröte ab. Und so formte die Himmelsgottheit Tag und Nacht ohne Unterlass Menschen und alle Wesen. Seit jener Zeit wurden die Menschen immer mehr. Und auch die Arten aller Wesen wurden zahlreicher. Die Menschheit begann nach Frieden, Schönheit und Glück zu streben. Und die vier emporgestreckten Füße jener Altania wurden mit der Zeit zu vier dicken Säulen, die den unendlichen blauen Himmel stützten. Und so trennten sich auch langsam Himmel und Erde immer deutlicher voneinander. Nur wenn die vier Füße der Altania den blauen Himmel zu lange gestützt haben, wenn sie sich zu müde fühlt, dann bewegt sie ihren Körper ein bisschen. Jedes Mal, wenn sie sich bewegt, erzeugt das ein fürchterliches Wanken und Schwanken von Himmel und Erde. Manchmal gibt es dann eine Flut, die bis zum Himmel reicht. Und daher kommen auch die Erdbeben. Unsere vierte und letzte Geschichte führt uns aus Sibirien in den Süden, in die Mongolei. Dort ist es das ganze Jahr über so trocken, dass man in einer Jurte leben kann. Die Jurte ist mit Stoffen bedeckt und besteht aus einem Holzgerüst. Deshalb kann man die Jurte einfach auf- und wieder abbauen. Auch wenn es von außen nicht den Anschein macht, in der Jurte finden sehr viele Menschen Platz. Im Museum sogar eine ganze Schulklasse. Hier in der schönen bunten Jurte erzähle ich euch die letzte Geschichte. Und für die Geschichte gibt es auch was zum Sehen. Einmal lebte in der Mongolei ein Mogule in seiner Jurte. Er lebte zusammen mit vielen Zicklein und vielen Schafen, die einen eigenen Stall hatten. Ganz in der Nähe, damit er immer wieder auf sie achten konnte, damit es ihnen gut ging und dass sie genügend Platz auch hatten. Die Mongolei ist ein sehr weites Land, ein sehr flaches Land. Und doch gibt es hin und wieder Berge, Gebirge, Hügel. Auch hier in der Nähe gab es zwei Hügel,
hinter denen sich eines Tages Wölfe versteckten. Die Wölfe, die natürlich gerne das ein oder andere Zicklein oder Schaf gerne gefressen hätten, schlichen sich eines Tages ganz langsam an. Die Zicklein und die Schafe, die davon natürlich noch nichts geahnt hatten, durften ihren Stall verlassen und ein bisschen Gras fressen. Als die Wölfe jedoch näher kamen und die Schafe und die Ziegen das auch witterten, da liefen sie ganz schnell wieder zurück in den Stall. Die Wölfe beeilten sich, um vor den Ziegen und den Schafen am Stall anzukommen, noch das eine oder andere wegzuschnappen, aber sie waren leider schon, für die Wölfe leider schon zu spät. Die Ziegen und die Schafe hatten schon ihren Weg in den sicheren Stall geschafft. Natürlich war das ja sehr laut auch zu hören und der Mongole der Jurte schaute einmal aus der Jurte hinaus und sah, wie die Schafe zurückrannten in den Stall. Ging wieder in die Jurte, es war ziemlich kalt, deshalb hat er seinen Mantel geholt und lief schnell in den Stall zurück und sah, dass aber alle Ziegen und Schafe wohlbehalten wieder im Stall waren. Die Wölfe nahm er nur ganz aus der Ferne wieder wahr, wie sie zurückgelaufen sind hinter die Hügel in ihr Zuhause. Die Wölfe waren weg, die Schafe und Ziegen in Sicherheit. Und auch der Mongole konnte zurückgehen in die Jurte und dort einen schönen Abend in der warmen Jurte verbringen. Das ist das Ende der Geschichte und ihr könnt ja mal in die Zeichnung schauen, was in der Zeichnung entstanden ist. Ich hoffe, unser kleiner Rundgang durch die Häuser unseres Museums hat euch gefallen und inspiriert. Jedes Zuhause ist auf seine eigene Art und Weise besonders. Und vielleicht findet ihr auch was Besonderes in eurem Zuhause.